Und James wollte er nur umbringen, damit er nichts verrät. Ich habe eine Frage an dich. Ich höre, Samuel. Victoria, ich war in Roberts Arbeitszimmer und habe ein Bild von einem Mann gefunden, den ich noch nie zuvor gesehen habe. Ist es jemand aus unserer Familie? Ein Bild? Du hättest das Zimmer nicht betreten sollen, Samuel. Robert lässt niemanden hinein, nicht einmal mich. Ich habe nur etwas gesucht, was uns helfen könnte, dahinter zu kommen, wo Robert ist. Seine Sachen sind alle da, wo sie vorher waren. Oh, gut. Er wäre sauer, wenn er erführe, dass du in seinem Arbeitszimmer warst. Ach, die wissen ja noch warst. Gar nicht, dass er tot ist. Das Bild ist ein Porträt unseres Vorfahren, Lothar Gordon. Lothar! Er war der Gründer des Sanatoriums, in dem Robert arbeitet. Und wann war das? Vor etwa 200 Jahren. Ich weiß es nicht genau. Also ist Ashbury schon seit langem ein Krankenhaus gewesen. Erzähl mir mehr über Lothar Gordon. Er war jahrelang Chefarzt in einer Klinik für Geisteskranke. Damals sprach man jedoch weder von Therapie noch von Medikation. Wenn er nicht krank geworden wäre, hätte er seine Arbeit wahrscheinlich fortgesetzt. Woran ist er erkrankt? Im Laufe der Zeit hat ihn dieser Ort völlig vereinnahmt. Alle diese kranken Geister, mit denen er Tag und Nacht verbrachte. Der Fluch. Am Ende hatte er einen Zusammenbruch und wurde auch wahnsinnig. Er starb wie jene, denen er zu helfen versucht hatte. Ein wirklich trauriges Ende. Nachdem Lothar starb, wo wurde er begraben? Wie ich sehe, willst du mein Gedächtnis prüfen? Soviel ich weiß, blieben seine Überreste dort, so wie er es gewünscht hatte. Man bestattete ihn in einem einfachen Grab hinter dem Sanatorium. Später wurde daraus ein Friedhof. Viele, die innerhalb der Mauern des Sanatoriums starben, fanden dort ihre letzte Ruhestätte. Würdest du mich jetzt bitte entschuldigen, Samuel? Okay. Also wieder ab nach Ashbury. Kurz mal speichern. Die Schwester muss sich auch denken, was hat der für ein Problem? Hier ist Samuel Gordon. Machen Sie bitte das Tor auf. Erstmal anmelden, dass wir da sind. Wir haben einander schon alles gesagt. Na gut, dann laufen wir jetzt einfach hier durch die Gegend. Hat der eigentlich das hier repariert? Das Fenster? Nö. Gibt's hier irgendwas Neues? Schaut nicht so aus. Warum repariert er das nicht? Die Tür kann ich nicht. Verdammt, nein! Grashalme sehen so komisch aus. Oh! Sie hat mich angesprungen, aber wozu brauche ich eine Schraube? Kann ich noch was in der Kapelle machen vielleicht? Der liegt immer noch hier. Aber gut. Nee, kann nichts machen. Die wissen wahrscheinlich alle immer noch nicht, dass Herman tot ist. Der Collier lässt sich Zeit. Wo bin ich denn hier?
Da hinten war doch das anonyme Grab eines Adligen. Das hier, glaube ich, oder? Nee, Johnny? Welches war es dann? Hier das? Das glaube ich nicht. Louis Bate, 1852. Hier. Ein anonymes Grab. Unser Familienwappen. Das ist wahrscheinlich das Grab, das ich suche. Ich muss erst den Strauch entfernen. Ja, toll. Und wie? War da in der Kiste vielleicht doch was von der Kapelle? Da war so eine Werkzeugkiste. Konnte ich aber nicht anklickern. Manchmal muss man hier ja ganz bestimmte Sachen machen, bevor irgendwas geht. Da. Eine Gartenschere. Die habe ich vorher nicht gesehen. Ja. Aber die ist kaputt. Mist. Kaputt. Hahaha. Ich hab die Schraube. Schraube locker. Jetzt aber. Warum verbringe ich hier eigentlich so viel Zeit auf dem Friedhof? Dann schneid mal. Los, Sammy. Schneid. Der Deckel ist zu schwer. Ich kann ihn nicht bewegen. Na toll. Ich wette, im Kesselraum ist was. Ne? Was sehen denn meine entzündeten Augen? Da war doch gerade... Ja, hier. Ach, dunkle Ecke. Ich dachte, hier, guck mal. Ich dachte, das ist eine Stange. Nichts als wertloser Schrott. Nichts als wert... Das glaube ich nicht. Eine Metallstange. Die nehme ich mit. Ich wusste es doch. Wenn die jetzt erst zu sehen ist, dann ist da nicht nichts. Ich vermisse mein Messer in der Schachfigur. Dann hebe mal auf. Oh nein, das Grab ist leer. Wie komme ich an den vierten Schlüssel? Ich kann jetzt nicht aufgeben. Ich muss weitermachen. Na toll, Robert hat die Leiche auch geklaut. Zum Glück hatte Robert nie einen Schlüssel. Wir können ja mal die Schwester fragen. Ist der jetzt eigentlich da oder ist der für unseren Scheiß rausgeflogen? Die muss doch wissen. Obwohl die hat gesagt, sie weiß nichts über den Friedhof, ne? Na, trotzdem. Wir fragen einfach mal. Kann ich mit Ihnen sprechen? Sicher. Sagen Sie, der alte Friedhof hinter dem Sanatorium, wurde er schon immer von Ashbury geführt? Ja, soviel ich weiß, gehört er seit mindestens 100 Jahren zu Ashbury. Und davor? Davor war er der Gemeindefriedhof von Wormhill, glaube ich. Oh! Aber wie gesagt, das ist schon sehr lange her. Danke, das war alles. So, so. Der alte Friedhof gehörte also der Gemeinde von Wormhill. Na, dann weiß ich ja, wo wir jetzt hingehen. Das war alles. Danke. Wo ist meine Karte? Da. Wormhill war da oben. Ich kann ja bestimmt wieder nur durch den Seiteneingang. Geh rein.
Da ist der Pater. Kann ich noch auf den Beichtstuhl? Na, kann ich leider nicht mehr klicken. Pater Frederick? Ja? Kann ich mit Ihnen sprechen? Aber sicher, mein Sohn. Ich höre. Jetzt will ich beichten. Nein. Ich möchte Nachforschungen über einen Vorfahren anstellen. Können Sie mir helfen? Ich helfe Ihnen gerne, aber ich spüre, dass Sie etwas beunruhigt. Möchten Sie darüber reden? Ach Quatsch. Glauben Sie mir, Sie würden Ihre Seele damit entlasten. Meiner Seele geht's gut. Das ist liebenswürdig von Ihnen, Pater. Aber ich bin aus einem anderen Grund hier. Ich verspreche, wiederzukommen, wenn ich getan habe, was ich tun muss. Also gut. Was benötigen Sie von einem Diener des Herrn? Ich muss herausfinden, wo sich die sterblichen Überreste von Lothar Gordon befinden. Ich vermute, dass in den Gemeindechroniken ein Eintrag darüber steht. Unsere Chroniken reichen weit in die Vergangenheit zurück. Ich glaube, ich müsste die Informationen finden können, die Sie brauchen. Kommen Sie bitte später wieder. Ich werde eine Weile brauchen, um den Eintrag zu finden. Danke, Pater. Okay, er braucht Zeit. Wir gehen mal wieder in die Kneipe. Normalerweise... mal sehen, was der Harry schon alles weiß. Der ist ja sonst immer der, der für Gerüchte ansprechbar ist. Hi, Harry. Guten Tag, Harry. Lange nicht gesehen. Ja, guten Abend, würde ich sagen. Haben Sie das Wetter draußen gesehen? Es ist unheimlich dunkel. Ja, es ist sehr seltsam. Mehr als das. Ein solches Wetter bringt Unglück. Ich bin ein bisschen abergläubisch, wissen Sie? Ja, ist mir aufgefallen. Aber genug vom Wetter. Hier im Pub ist es immer gemütlich. Darf ich Ihnen was anbieten, Mr. Samuel? Nein, danke. Mr. Samuel? Ich wollte nur etwas fragen. Dachte ich mir doch. Nichts gegen Sie, aber Sie sind nicht gerade mein bester Kunde. Der Pub ist menschenleer. Wo sind Sie alle, Harry? Zu Hause. Bei dem lausigen Wetter heute sind Sie wahrscheinlich daheim geblieben. Überrascht mich gar nicht. Das war's schon? Dachte, er weiß vielleicht noch irgendwas. Reicht das aus? Reicht das vielleicht schon aus? Ja, hier komme ich nicht durch. Ich muss durch den Seiteneingang. Da rein. Pater? Ja, mein... Darf ich Sie einen Moment... Haben Sie schon irgendetwas in den alten Chroniken gefunden, Pater? Es ist mir sehr wichtig. Noch nicht? Sie müssen Geduld haben. Okay. Ich komme später. Er hat noch nichts. Wir gehen mal hier zum Friedhof. Williams Grab war ja da hinten. Warum ist da Licht? Eine Familiengruft. Ich weiß nicht einmal, wer darin begraben ist. Da ist Licht an. Hier ist Williams Grab. Okay. Gruft. Das Grab von Jeremy Gordon. Wer war das nochmal? Da ist Licht an. Juckt dich das gar nicht. Ist der Totengräber hier vielleicht irgendwo? Sammy, schwing die Hufe. Nö. Keiner da. Dann gehen wir in die Kirche.
Bitte sag mir, der ist jetzt fertig. Pater, ich muss mit Ihnen reden. Ja, nur zu. Sie kommen. Ich habe Eintrag, den Sie brauchen, in den Chroniken gefunden. Lothar Gordon war der Vater von Thomas Gordon, der wiederum Vater von William war. Seine sterblichen Überreste wurden bei Ashbury begraben, wie in seinem Testament verfügt. In Ashbury? Nach einiger Zeit wurde seine Leiche jedoch exhumiert und in ein Familiengrab auf dem Gemeindefriedhof gebracht. Dort ruht er jetzt. Danke, Pater. Sie waren mir eine große Hilfe. Sie brauchen mir nicht zu danken. Ich lese gern in den Chroniken. Okay. Also liegt er tatsächlich hier in der Gruft. Wer hat die Gruft geöffnet? Der Totengräber. Ist da jemand? Wer ist da um diese späte Stunde? Ist es so spät? Ich weiß ja nicht, wie spät. Es ist die ganze Zeit dunkel. Beeil dich, du Sack. Sind Sie das? Was machen Sie hier? Ich weiß, dies ist nicht gerade die passende Zeit, um einen Spaziergang durch die Gräber zu machen, aber ich habe meine Gründe. Ja, Sie haben wahrscheinlich sehr gute Gründe. Ich suche die Überreste von Lothar Gordon und ich bin sicher, dass ich sie hier finden kann. Ich würde mich gerne innen umsehen. Ich brauche nicht lange. Nein, um diese Uhrzeit lasse ich Sie nicht mehr rein. Ich muss meine Arbeit erledigen. Kommen Sie morgen wieder. Dann können Sie so lange drin bleiben, wie Sie wollen. Ich muss mich jetzt wieder an die Arbeit machen. Warten Sie. Wir finden bestimmt eine Möglichkeit, das zu regeln. Ich höre. Sie können nach unten gehen und für mich nach der Urne suchen. Es ist sehr wichtig. Und es soll sich auch für Sie lohnen. Verstehe ich das richtig? Sie kommen nach Mitternacht auf einen Friedhof, um in einem Grab nach der Urne eines Vorfahren zu suchen? Und Sie wollen mir Geld dafür geben, dass ich Ihnen dabei helfe? Ja. Genau. Dann muss es Ihnen sehr wichtig sein, wenn ich das richtig sehe. Ach, was soll's. Ich gehe und suche umsonst danach. Also, nach wessen Urne suchen Sie? Nach der von Lothar Gordon. Sie muss irgendwo in der Gruft sein. Okay. Warten Sie hier. Ich werde eine Weile brauchen, um sie zu finden. Gut. Und ich warte. Ich warte immer noch. Kann der sich mal beeilen? Sie hatten recht. Ich habe sie gefunden. Hier ist sie. Danke. Kannst du wieder mitnehmen? Ich brauche nur den Schlüssel. Jetzt muss ich mich wieder an die Arbeit machen. Sie haben mich schon viel Zeit gekostet. Lass mal kurz Licht machen. Ich möchte heute noch ins Bett kommen. Verstehe ich. Ich lasse Sie in Ruhe weiterarbeiten. Gut. Je eher ich in mein Bett komme, desto besser. Verstehe ich. Das wäre auch so gar kein Job für mich, ne? Ja, kann ich. Ah, jetzt kann ich. Hilfe! Donner und Doria. Nur noch einen Schlüssel. Williams Schlüssel. Es gibt nur eine Möglichkeit, heranzukommen. Mich schaudert bei dem Gedanken. Aber ich habe keine Wahl. Ich muss ihn ausbuddeln. Was ich begonnen habe, muss ich zu Ende führen. Ich muss William ausbuddeln. Die Taschenlampe könnte bei dieser Dunkelheit nützlich sein. Ich hätte jetzt eigentlich eher auf eine Schaufel oder so gehofft. Was? Der Boden ist noch nicht hart,
Was sage ich denn da? Naja, es muss sein. Er wurde ja wahrscheinlich mit seinem... Schlüssel begraben. Kann ich hier irgendwas anleuchten? Nö. Kann ich Sammy anleuchten? Hätte ja sein können, Mensch. Ich gehe mal dahin, wo der das letzte Mal hier die Gräber gebuddelt hat. Hier hinten. Und ich warte, und ich warte, und ich warte. Warum kann... Jetzt kann ich halt nicht schnell klickern. Das geht ja nur, wenn ich die Szene wechseln will. Aha! Ein Erdhaufen! Es ist dunkel. Ich kann nichts erkennen. Na gut. Taschenlampe. Auf dem Haufen liegt eine Schaufel. Wo? Ja, dann nimm mit. Respekt, Sammy, ich habe keine gesehen. So, ich kann das ja wahrscheinlich nicht machen, während der da drin ist, oder? Ich muss erst den Toten... Okay. Das ist denn doch kein Draht, das ist ein Seil. Er hält die Metalltür auf. Und hier ist noch ein Keil. Das ist wieder so gemein. Warum der Keil hält die Tür auf. Warum machen wir sowas? Das ist fies. Ich weiß, es ist wichtig, aber es ist trotzdem fies. Na komm, jetzt. Der Mathe versperrt die auch noch. Er wird nicht so leicht rauskommen. Ja, allerdings, der arme Kerl. Dann mach schnell, Sammy, mach schnell. Buddel, buddel, buddel. Verzeih mir, William. Ich musste es tun. Er ist ja erst ein paar Tage tot, also deswegen ist er logischerweise noch kein Skelett. Der hat ihn echt um den Hals gehabt bei der Beerdigung? Der fünfte und letzte Schlüssel. Du bringst hier zu Ende, was William begonnen hat. Ich glaube nicht, dass er dir böse wäre. Können wir das wieder zubuddeln? Nö. Okay.